Wir haben gerade auf dem Podium ganz viel zum Thema Arbeit 4.0 allgemein gehört und wir sind auf dem Weiterbildungstag. Wo war da das Thema Bildung 4.0 versteckt? Das Bildung 4.0 Thema ist eigentlich ganz häufig schon drin gewesen. Manchmal sehr subtil, weil wenn wir über Arbeiten 4.0 sprechen, dann reden wir heute über neue Kompetenzen in der Arbeitswelt. Wir reden über neue Herausforderungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und diese Kompetenzen kann man nicht nur erst auf Arbeit lernen oder on the job lernen. Wir brauchen da eben halt schon, müssen da schon viel, viel früher ansetzen in der Schule, in der frühkindlichen Bildung, damit genau diese Kompetenzausbringung, die digital ausmacht, schon zur Verfügung haben, um sie eben halt dann in den Arbeitsmarkt oder in das Unternehmen mit reinbringen zu können. Okay, zweite Frage. Du kommst von der D21. Was macht denn die D21 im Bereich Bildung und speziell Bildung 4.0? Das ist einer unserer Hauptthemen und der Satzung festgeschrieben, dass wir wollen, dass eine Gesellschaft, die digital ist, selbstbestimmt. Also wir wollen eine digital selbstbestimmte Gesellschaft. Damit man digital selbstbestimmt ist, braucht man auch Kompetenz. Man muss Sachen einordnen können, bewerten können. Man muss sich selbstbestimmt in dieser Gesellschaft bewegen können. Und daher ist Bildung einer unserer wesentlichen und zentralen Themen, womit wir uns beschäftigen, auf verschiedensten Ebenen, mit verschiedenen Formaten, mit verschiedenen Akteuren, gesellschaftlich, politisch, auch auf wirtschaftlichen Akteuren, um genau eben halt dieses Ziel zu realisieren, selbstbestimmt in der Gesellschaft, in einer digitalen Gesellschaft zu leben. Passt direkt dazu, wir haben im Vortrag von Anja Wagner vorher gehört, dass Twitter wohl das Fortbildungswerkzeug Nummer 1 sein soll. Ich frage einfach, benutzt du Twitter auch zur Fortbildung? Wenn ja, wie? Ja, benutze ich. Ich habe auch erzählt auf dem Podium, ich nutze sehr, sehr viele unterschiedliche Kanäle zur Weiterbildung, angefangen von YouTube über Podcasts hin zu Internet und manchmal auch Oldschool sehr Bücher, aber Twitter gehört auch mit dazu. Ich bin eher derjenige, der eher nur konsumiert verfolge da tagespolitische Aspekte. Ich nutze neue Trends, Gadgets, die eben halt dort getwittert werden und versuche da eben halt so ein bisschen am Zahn der Zeit zu bleiben, um dann eben halt das auch Impuls zu nehmen und vielleicht bei ein oder anderen Themen auch ein bisschen tiefer zu schauen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten über Twitter. Allerletzte Frage, hast du vielleicht irgendein Thema vermisst auf dem Podium, wo du dir gewünscht hättest, dass vielleicht eine Frage zu gestellt worden wäre? Ja, in der Tat, es gibt so ein peripheräres oder sag mal, so ein Thema, was so nebendran ist. Und wie ist die digitale Arbeitswelt oder was bedeutet auch digitale Arbeitsmoral in einer Arbeitskultur, mit der wir ja in der Historie auch aufgewachsen sind? Das geht von Zeit, Ort, aber wie kann ich zum Beispiel auch als Arbeitnehmer meine digitalen Bedürfnisse äußern? Was könnten digitale Arbeitsbedürfnisse sein in dem Kontext, dass ich eben halt frei bestimmt arbeiten will, ich möchte einen schönen Arbeitsplatz haben und so weiter. Das sind so Bedürfnisse, die man aus der alten Welt noch kennt. Aber was bedeutet das eben halt im Bereich digital und wie können wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu befähigen, ihre digitalen Bedürfnisse an den Unternehmer oder an den Arbeitgeber zu geben? Und um eben halt genauso dieses Dilemma mit der ständigen Erreichbarkeit auch äußern zu können. Und das wäre, glaube ich, nochmal ein spannendes Thema, wo man vielleicht hätte noch ein bisschen stärker drauf rumdiskutieren können. Dann haben wir immer die Gelegenheit, im Netz einfach noch weiter zu diskutieren über das Thema. Vielen Dank. Alles klar.